Moin Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Demo zu Void Train. Ja, Lieben, ich habe das Spiel vor kurzem gesehen und dachte mir, das sieht doch sehr, sehr, sehr interessant aus. Es ist so eine Art, sagen wir mal, Raft, nur dass wir in diesem Spiel anstatt ein Floß können wir hier eine Lokomotive, wie ihr seht, können wir zusammenschrauben. Und wir sind in einer Welt, wie soll ich das sagen, eine Welt ohne Erde? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat mich das doch schon fasziniert und ich dachte mir, ja komm, wir schauen uns gemeinsam die Demo an und das Spiel kann man später, wenn es vielleicht irgendwann mal rauskommt, als Koop spielen und da würde ich mir, wenn uns dieses Spiel soweit gefällt, das Beutelchen unter die Arme klemmen und mit ihr mal unseren eigenen großen Zug bauen. Ich bin gespannt. Wie gesagt, es ist eine Demo. Ich habe das nur ein bisschen gesehen und dachte mir, ja komm, legen wir los. Schauen wir uns mal an, was uns dieses Spielchen so anbietet. Auf jeden Fall ein Text, den ihr alle selber lesen könnt, denn ihr seid alle groß und erwachsen. Lest eine Runde. Ja, ist ja wie gesagt eine Demo, das ist ja alles akzeptabel. Wenn wir nichts weiter sehen. Gut, ich glaube, soweit kommen wir damit klar. Mit WASD, Space, Shift, Rennen. Interagieren. Grafik gefällt mir schon mal sehr gut. Okay, das ist eine Workbench, glaube ich. Sieht jedenfalls danach aus. Wir schauen uns erstmal hier so weit um. Sehr schön. Kann ich auf diesen Knopf drücken? Tuff, tuff! Heißen wir vielleicht von Stargate zu Stargate? Na, guck mal. So sieht es am Anfang aus. Das ist unser erstes Teil, was wir womit wir fahren können. Ja, da werde ich jetzt hingehen. Ja. 8 Sekunden. 7 Sekunden, 6 Sekunden. Ich glaube, mehr können wir nicht machen. Ich mach mal nur einmal. Und das sollen wir oh, wartet mal. Habe ich da überhaupt jetzt was mitgenommen? Jetzt habe ich es mitgenommen. Alles klar. So, jetzt müssen wir das Gate aufmachen. Ich habe hier hinten einen Knopf gesehen. Reise in die andere Welt.
Na dann. Und wie gesagt, allein schon diese Grafik fand ich genial, wo ich mir dachte, ja, ich sollte mal kurz die Musik ein bisschen leiser machen. Sieht schon Hammer aus, ne? Ja, kein Gepäck. Deswegen F, okay. Wir sind also gleich hier schon. Ja, warte. Cool. Mit B bauen wir. Und X können wir reparieren. Alles klar, lasst uns mal kurz gucken. Haben wir nicht, das müssen wir dementsprechend einsammeln. Wie gesagt, das ist so ein bisschen Art Raft. Nur ein bisschen seltsamer. Und wie wir schon gelesen haben, wird es hier noch nichts weiter geben. Wartet mal. Nur ein bisschen komisch, dass das Seil. Kann ich irgendwas hier machen? Nein, das brauchen wir auf jeden Fall. Und das ist ein kleiner Hosenscheißer, der uns angreift. Gut, wir finden andere Waffen. Anvisieren. Wow. Ich denke jedes Mal, dass ich Leertaste drücken muss. Das hat hoffentlich keiner gesehen. Wir können auch nebenbei fahren und ich glaube, wir werden einfach weiterfahren und weiterfahren und weiterfahren. X ist nachher. Nee, warte. Ich glaube, wir haben auch erstmal unendlich Munition. Wird sich wahrscheinlich früher oder später. Wow. Früher oder später. Ändern. Darüber können wir sicher irgendwann kommen. Wartet mal. Ich würde mir gerne eine. Oh. Du. Allein dafür. Einfach mal in den Arsch geschossen. Schmutziges Eis. Wir brauchen also Eisen. Was kann ich denn noch? Küche, Dings, Armor. Was ist das? Eine Box können wir eigentlich.
Oh, da können wir nichts dran bauen. Mich gerade da ist irgendwas weggeschoben. Was? Das ist die Box? Alter Kumpel. Das ist die Box, Leute. Alles klar. Ihr seid alles noch. Wir sollten weiterfahren. Ich glaube, der kann nämlich unser Teil kaputt machen. Und wie gesagt, irgendwann können wir das Teil auch automatisch fahren lassen, was ist eigentlich so gut. Kleiner Hosenstift. Haben dann wahrscheinlich irgendwann eine richtig schöne Lokomotive. Loko. Hau ab. Ich weiß gar nicht, wie weit wir... Alter! Schnell! Ich glaube, weiter kommen wir gar nicht. Oh. Heilen wir uns eigentlich? Also wie gesagt, der kleine süße Hai bei Raft stellt jetzt dieses Vieh da. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwas... Kommen die Dinger näher? Könnte es sein. Aus. Ich weiß gar nicht, was ist das denn? Ah, okay. Ich glaube, ich habe mein Dings kaputt gemacht. Oh nein. Schön weiter geradeaus. Kommt rein nicht dazu, irgendwas zu machen wegen den Teilen. Was kaputt gemacht. Hier stelle ich Beutelchen ran. Ach du Scheiße, ja, die kommen näher. Einfach mal den Guten hinterher. Nicht so schnell. Was ist das denn? Ich glaube, ich werde automatisch den... Wartet mal. Nee, lieber nicht. Nee. Ja, okay, das klappt noch nicht so ganz. Na, kommst du nicht hinterher, kleiner Scheißer, du?
Ich würde gerne mal gucken, was ich bauen kann. Nichts Besonderes? Was ist das? Oh, kann ich gar nicht machen. Ja, ist er jetzt. Alter! Ich würde jetzt zukommen. Gott sei Dank habe ich Munition in Hülle und Fülle. Jetzt hätte ich eine kleine, große Arschkarte. Also das rauf Dings dann ist ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, was mich heilt. Die Kisten sind lächerlich. Dann ist Holz. Das Gute, das ist Holz. Nein, du Arschgeige! Ich hab's getötet. Guck mal, da schwimme ich. Schade, weiter komme ich nicht. Kann ich dich looten? Wie sehe ich denn aus? Oh Gott. Schnell weg. Gut, den Hai kann man wahrscheinlich auch looten. Ich nenne ihn jetzt einfach Hai. Wie kann ich denn... so ein Floor. Gut, ich sehe hier auch gerade keine Markierung, wo ich das hinsetzen könnte. Du! Greifst mich jetzt nicht an, oder? Hallo? Das ist meins? Eine Work Iron brauchen wir. Dings. Schmelzer! Ein Schmelzofen brauchen wir. So, ich brauche nur noch eins davon. Komme ich da vorne durch? Ich lasse einfach mal fahren. Ja, es kommt durch. Sehr schön. Ich habe es nicht verstanden. Der Schmelzer.
Ich hasse dich jetzt schon. Vielleicht packst du hier vorne hin. Starte Projekt. Iron Boot. So macht man das Teil. Hier saugt sich doch irgendwas wieder an uns. Das brauchen wir für Iron oder Eisen. Piss dich. Guck mal, da vorne müsste die Demo dann vorbei sein. Also ich muss sagen, bis jetzt ist zwar noch nichts viel passiert, aber ich glaube, da kann schon was richtig Geiles draus werden. Und das Holz. Scheiße, ich komme nicht ran. Ich glaube, ich will wieder auf meinen Beutezug. Ich will auf meinen Beutezug. Kann das sein, dass ich an diese Wolken nicht ran darf? Habe ich irgendwie das Gefühl. Bin jedenfalls leicht gruselig. Holz. Noch mehr Holz. Ich glaube, ich darf die Wolken nicht berühren. Ich könnte es mir ausprobieren, aber ich bin gerade ein bisschen feige. Was schwebt denn da? Da, genau das brauchen wir. Nein. Ja, das ist ein bisschen. Okay, ich komme nicht ran. Ich konnte es gerade nicht lesen, weil ich die ganze Zeit F gespammt habe. Hallo? Macht auf! Okay. Ich glaube, die Schrittgeräusche sind ein bisschen zu extrem, oder? Manchmal. Hat sich da gerade was bewegt? Kumpel! Ich komme jetzt. Ah. Lass mich raten, ich muss hier irgendwas machen.
Was ich gemacht habe. Oh, das habe ich also hingebaut. Gut, das ist er. Hä? Ich fahr einfach mal. Ich habe jetzt hier irgend so eine Scheiße gebaut. This is only a small part of the game. Seht ihr, das ist ein kleiner Part von diesem Spiel. Ja, ihr Lieben. Das war's mit der kleinen Demo, oder? War's das jetzt? Ich glaube, wir können jetzt hier so unendlich fahren. Sagen, ja, ich glaube, das wird jetzt immer und immer wieder wiederholt. Ich glaube, das ist nichts Neues. Bei diesen kleinen Außenposten wissen wir jetzt Bescheid, dass wir dann nach und nach immer was bauen können. Ich will nur eine Sache ausprobieren. Ich hoffe, ich komme ran. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Na. Ja, ziehen ist so nicht besonders mein Talent. Irgendwie, man zieht genau drauf, aber die Kugeln fliegen woanders hin. Runter. Höher, seitlich. Vielleicht den Fahrtwind gut berechnen? Nö. Ich will nur noch was Kleines einschmelzen, um zu gucken. Das Vieh ist dementsprechend auch weg, ne? So, mein Gott. Dich baller ich auch nochmal weg. Ich glaube, schneller wären wir auch momentan auch nicht. Und Items. Hab ich hier gerade irgendwas gehört? Ich glaube, Items. Bist du ein Stück Holz oder was bist du? Ein Stück Holz, ne? Ja, so ziemlich.
Das will ich haben. Was bist du? Weiß kann. Mehr können wir damit nichts machen. Einmal. Ich komme nicht rauf. Nein. Kupfer können wir jetzt machen. Das macht sich gerade. Da vorne haben wir was. Komme ich da hin? Und da kann das Beutelchen auch nie verloren gehen, ne? Das Teil habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Doch schon, aber ich dachte, das war dieses Teil. Das wäre gut, wenn man einen etwas größeren Zug hat. Dann kann man den von hinten auch noch stoppen. Kann man mehrere machen? Nein, doch nicht. Ich glaube nicht. Nur das nach oben gleiten ist ein bisschen doof gemacht. Und ich komme ich noch? Und ich komme ich auch noch? Wir fahren immer und immer, ja, wir fahren immer und immer wieder an demselben vorbei. Das kennen wir nämlich. Alles klar, das können wir noch nicht machen. Hey, Lieben, ich glaube, das war's dann. Wir können, glaube ich, auch soweit hier nichts machen. Eins würde mich jetzt noch interessieren. Warum schweben die da hinter uns? Ich hoffe, die verfolgen mich jetzt nicht. Bam. Wir brauchen Öl. Um irgendwas weiterzumachen, das können wir nicht machen. Also ich wüsste jetzt nicht, was das sein sollte. Wahrscheinlich, um hinter uns noch was hinzubauen. Das würde ich eher vermuten. Vielleicht kommt das alles ein bisschen später, wenn es dann mal draußen sein sollte, als Early Access. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich mal diese kleine Tour durch das Himmelsreich... Was ist das eigentlich? Das ist das wie ein... Im Auge des Sturms. Da fahren wir von A nach B. Ich muss sagen, bis jetzt finde ich das gar nicht so schlecht. Ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Das wird garantiert noch ein bisschen größer. Und ich glaube, dieses Spiel werden wir auf den Plan setzen. Hier auf an meiner Bahn rumzunuckeln. Da werde ich eindeutig Beutelchen fragen, ob sie Lust drauf hat. Oder Beutelchen, du kannst es auch gerne schreiben. Du wirst dir das garantiert angucken. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, die kleine Demo hat euch soweit gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn das Spiel mal irgendwann rauskommt. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.